Zurück in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Witcher 1 habe ich natürlich wieder mal keine Ahnung, was ich zuletzt machen wollte. Deswegen reden wir einfach mal mit Thaler, der sitzt hier so gemütlich. Probleme, Hexer? So ein bisschen. Ja. Leider verbietet mir mein Verhaltenskodex, meine Position für private Zwecke zu missbrauchen. Ach, was du nicht sagst. Ihr wollt also nicht helfen. Moment mal. Was für ein Kodex? Das geht euch nichts an, Hexer. Okay. Nochmal probieren, vielleicht eine andere Gesprächsoption. Problem. Nichts, womit ich nicht klarkäme. Danke. Da bin ich aber froh. Wirklich? Ist das wichtig, Hexer? Keine, aber danke der Nachfrage. Okay, gut, dann wär's das soweit. Wir schauen jetzt erstmal kurz hier nach. Also wir haben Archesporenvertrag. Okay. Gorgo? Dann würde ich das als nächstes nehmen, dass wir den abdüngsen können. Ach, der sitzt im Rathaus, gut. Was gibt es denn als Alternative? Graviervertrag können wir natürlich machen. Okay, ich habe gedacht, wir müssen nochmal mit dem Hierophanten sprechen, aber das hatte ich jetzt eh keinen Bock drauf gehabt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu dem Schreiber. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf den Friedhof von Vysimar, die Gravierknochen besorgen. Archesporen jetzt wirklich abzufarmen ist so, boah, ich weiß nicht. Aber ich glaube, wir machen das dann eher mit Alvin. Wir klären dann ab, wo Alvin hin soll. Ich habe jetzt ein bisschen mich Niemand eingelesen. Soll sagen, ich gebe mich mit Hexern an. Ja, ist ja gut. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt so ein bisschen eingelesen in die guten Damen und muss sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, wem ich es bringe im Endeffekt. Aber ich weiß nicht, also mein Herz. Mein Herz sagt eher, ich sollte ihn Shani bringen. Einfach aus dem Grund, nicht weil Triss irgendwie komisch ist oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur aus dem Grund, da ich denke, da sie mit Kindern besser umgehen kann als Triss. Natürlich, ob das für den Alvin das Beste ist wiederum schwierig, weil auf der einen Seite der möchte man natürlich. Holen, wenn ihr meinen Laden unzufrieden verlasst. Okay, gut. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Seid gegrüßt. Ich bin kein Einzelhändler. Okay, gut. Ja, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, Quatsch, wo läuft denn gerade hin? Auf der einen Seite muss man sagen, man möchte natürlich, dass Alvin ein glückliches, normales Leben als Kind führen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, so als Person, die gewisse Dinge kann, ist es natürlich auch schwierig, aber ich denke, wenn Shani ihm ein gutes, behütetes Zuhause ohne Stress, ohne Probleme und ohne diese anderen Dinge. Was soll ich mit 300 Ballen Tuch anfangen? Okay. Gewisse andere Dinge, die eben. Also. Ja. Sie könnte ihn wahrscheinlich sehr gut aus Stresssituationen raushalten. Ich denke mal, wenn sie dann seine Psyche noch festigen kann, ist es natürlich optimal. Ich denke mal, dann wird er keine Ausraste haben mit dem älteren Blut, wie es sonst immer der Fall war. Schreiber. Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr 5 Gorgo-Fehler? Aber natürlich. Gewiss. Danke, jetzt unterschreibt die Quittung. Der Nächste. Alles klärchen. Wie viel habe ich denn bekommen? 200 Euro. Das ist jetzt gar nicht so wenig. Das heißt, jetzt geht es für uns auf den Friedhof. Ich glaube, der Friedhof war der einzigste Ort, wo diese Gravier, am häufigsten vorkommen. Ja, da schauen wir doch mal auf der Karte nach. Beziehungsweise, wenn ich vielleicht auf den Graviervertrag gehe, kann ich auch auf Verfolgen gehen? Nein, natürlich nicht. Müssen wir natürlich mal kurz auf die Map gucken und zum Friedhof. Manufaktur, Haus der Königin der Nacht, Tempelbezirkstor. Ja, dann gehen wir zum Tempelbezirkstor, gehen dann praktisch hier raus, bewegen uns zum Friedhof, holen die Gravierknochen und ja. Wenn wir das dann so weit hinter uns... Oder Kaufmannstor, wir können auch direkt hier raus. Gut, sehr gut. Abgeschlossen. Klar können wir hier auch raus. Ja, und wenn wir das dann haben, denke ich mal, sollten wir bei Levorn nochmal vorbeischauen. Für die nächsten Quests. Aber ich will so die ganzen Nebenquests... Hauptquests, Nebenquests. Eigentlich so nebenbei jetzt alle abarbeiten. Ich habe gehört, ihr seid ein Freund dieser schönen Zauberer.
Ja, ich bin ein Freund der Zauberin. Ihr Bettgefährte, wenn ihr es genau wissen wollt. Was ist das? Ich mag diese Melodie einfach unglaublich sehr. Also ich muss mich echt sagen, ich habe mich jetzt gut ins Feeling reingefühlt. Also nicht nur so ein bisschen, sondern ich habe mich wirklich echt gut hier... Vergesst eure Stellung nicht, Hexer. Okay, gut. Ich vergesse meine Stellung schon nicht. Ich habe echt Werkstatt. Gucken wir mal, ob der uns was Interessantes verkaufen könnte. Immer noch da? Schon wieder. Was macht ihr? Ich entwickle den Stein der Weisen. Ja. Ich teile das aus Blei gewonnene Gold mit euch. Und die Garantie ewiger Jugend bekommt ihr gratis noch dazu. In dem Fall komme ich bald meinen Anteil holen. Ja, okay, gut. Den Stein der Weisen ist ja nicht so, als hätten es nicht schon sehr viele Menschen im Laufe der Geschichte, ich denke mal auch in dieser Geschichte, versucht. Und keiner, bis auf Harry Potter, hat es jemals hinbekommen. Ich glaube auch, der Stein der Weisen, also gerade so dieser Hintergrund dieser Geschichte und dieses Ganze, die ewige Jugend, Quelle aus Gold und... Ich weiß nicht, ob ich wirklich ewige Jugend als toll empfinden würde. Ich meine, natürlich, wenn du ein brutalster Einzelgänger bist, keine Familie hast und dir eigentlich so Menschen vollkommen scheißegal sind. Ich glaube, dann ist ewige Jugend was Tolles, weil man einfach so die Jahrhunderte überdauern kann, einfach so sehen kann, wie entwickelt sich das Ganze. Weil mich zum Beispiel würde es auch interessieren, wie würden wir in 1000 Jahren leben, aber ist halt keine Option, die irgendwie für mich auch nur annähernd in Betracht zu ziehen wäre. Hier wiederum muss man sagen, also Friedhofs Tor, wo ist das Friedhofs Tor? Ach, da unten. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Aber ich glaube, sobald du Familie hast oder sehr an deiner Familie hängst, also jetzt nicht nur eigene Familie, sondern Mutter, Vater etc., ist es schon ein bisschen beschissener, diese ewige Jugend. Weil klar, deine Mutter und dein Vater wirst du, so ist es laut der Natur, irgendwann zu Grabe tragen. Es ist einfach so. Und unnatürlich ist es wiederum, wenn die Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen müssen. Aber auch das passiert leider sehr häufig. Ja, stellt euch mal wirklich vor, ihr werdet so 1200 Jahre alt und ihr seht so, wie jeder aus eurer Familie nach und nach wegstirbt. Selbst eure Urenkel, eure Urneffen, Neffen 12. hundertsten Grades, sterben einfach und ihr überdauert sie noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das ganz das ist, was ich wollte. Weil schon, ich glaube, es wäre hart. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, nichts. Krähenauge, aha, zerlegte Menschen, Schallgross, Leiche einer Frau und ein Agul. Ich glaube, die waren stark. Also vom Stil her. Weil sie sind natürlich überhaupt keine Probleme für Geralt von Riva. Nicht mehr ihr kleiner Schniepissen-Problem. Warum nur normale Ghule? Ich will auch diese anderen abgefuckten. Ich will diese roten, diese großen. Noch ein Ghoul. Kann man die verbrennen? Genau den Bruder möchte ich. So, dann gucken wir doch mal. Was hast du denn für uns? Hast du die Knochen, die wir benötigen? Jawohl. Wie viele Knochen von denen haben wir denn? 4. Schön. Ich glaube, die haben wir... Also wir hatten schon mal mehr von den Knochen, aber ich glaube, die haben wir teilweise wirklich in Tränke reingebuttert. Also ich vermute es. Höchstwahrscheinlich. Apropos Tränke. Vielleicht sollten wir auch mal wieder... Bitte, bitte. Nein. Verdammter Ghoul. Und wie viele Ghoule stehen hier denn auf? Ach genau, was wir dann auch mal machen können, natürlich nur, wenn ihr Interesse habt, beziehungsweise ihr könnt es mir gerade im Moment ja gar nicht sagen, also mache ich es dann einfach. Mal wieder ein bisschen was vorlesen aus dem Bi-Szenarium, aus den Charakteren und so, wenn ich irgendwas doppelt mal vorgelesen haben sollte, tut es mir leid. Aber ich kann mir natürlich auch nicht immer... Kommen hier noch ein paar. Jetzt kann ich nämlich den Stil anwenden. Dann hau ich sie nämlich alle gemeinsam über den Jordan. Sagte ich doch, alle gleichzeitig.
Bitte looten. Dankeschön. Dankeschön. Ich brauche ein bisschen Blut und ein bisschen Knochen und irgendwas aus deiner Lippe drücke ich auch noch raus. Kein Problem für mich. Ich kann alles verwenden. Flatterer auch noch. Okay, Flatterer sind ein bisschen mieser. Und noch ein Ghoul dazu. Dankeschön. Also dieser Friedhof ist ja wirklich überrannt von irgendwelchen Missgeburten. Also ernsthaft. Dieser verdammte Friedhof ist ja brutalst überrannt. Haben wir den Zahn? Vielleicht können wir den auch wieder dem komischen Typen anticken. Naja, wobei ich glaube, zweimal den gleichen Zahn möchte er dann auch nicht haben. Monster, wo seid ihr? Ich bin hier. Vor allem dieser Vetala, dieser eine Ghoul, den wir da gefunden haben. Der sprechende Ghoul. Warum kam der nicht wieder? Ertrunkene Suppe. Da ist er, da ist er. Ich will dich, du bist cool. Bitte komm her, mein Freund. Okay, gut. Bitte habe die Knochen nicht benötige. Jawohl, schön. Dann haben wir den nächsten Vertrag. Mit Velerat müssen wir reden. Dann haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Was haben wir denn da noch? Arche-Spor-Vertrag. Gut, aber das passiert ja so zwischendurch einfach. Ich würde wirklich dann sagen, jetzt. Mysteriöser Turm. Wow. Ach so. Hahaha. Meine Belohnung muss ich natürlich auch noch abholen. Das heißt, wir müssen... Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Also theoretisch könnten wir sogar ins... Ach Gott. In die Sümpfe fahren und die Archisporen suchen. Ja, wobei wir haben letzte Folge erst im Sumpf gewesen. Hm. Wir müssen auf jeden Fall zum Turm kommen und um beim Turm unsere... Ja, sagen wir einfach mal, das einholen, was wir ursprünglich vom Kalkstein versprochen haben, bekommen. Ich weiß zwar nicht mehr, was es genau war, aber auf jeden Fall ein bisschen was müsste gewesen sein. Armes Mädchen. Wo ist eure Dame? Haselein ist auch nass. Ich habe mehr als eine Dame. Welche meinst du, mein Kind? So, jetzt sind wir erstmal ins Krankenhaus und wie gesagt, ich sage, Alvin kommt zu Shani. Das tut mir leid, wenn irgendjemand nicht der Meinung ist, beziehungsweise von meinen zwei, drei Leuten, die da schauen, jemand anderer Meinung ist, aber ich... Ja, ich fühle mich da irgendwie wohler, wenn ich den Kleinen zu Shani bringe. Eine Geißel der Götter, dieser Regen. Ja, bei der Geißel der Götter, dieser Regen, schon klar. Oh, der Bildschirm schaltet sich in 5 Minuten aus. Das ist natürlich nicht schön. Verdammt, der Energiesparmodus. Rittersporn, du hier. Geralt, ich habe euch gesucht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schwester Natala mit so viel Leidenschaft bei ihrer Arbeit ist. Habt ihr gesehen, wie sie sich zu den Patienten beugt? Oh Gott. Augen. Rittersporn. Schon gut. Ich bin also gerade auf dem Weg, um Natala mit meiner geistreichen Konversation zu beglücken, als mir zwei hochgewachsene, seltsame Typen begegnen, die ein Kind hinauszerren, das Zeta und Mordio schreit. Sie nannten seinen Namen Akin oder Apin oder so ähnlich. Verdammt. Genau den sollte ich hier abholen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Die Gefahr ignorierend beschloss ich, dem Kind zu helfen und folgte diesen Schurken. Sie zerrten es in dieses Haus. Ihr habt recht. Ich bin beeindruckt. Wow. Sag ich doch. Diesmal müsst ihr mich mitnehmen. Das ist erstklassiges Balladenmaterial. Ich werde euch hinführen. Das Haus liegt im Anderlingsdistrikt. Am besten, ihr folgt mir einfach. Beeilt euch. Jo, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Klingt auch fast so, als bräuchten wir mal wieder ein anderes Schwert. Hallo, Geralt, Schwert ziehen. Geralt, Schwert ziehen, Schwert ziehen. Geralt! Geralt, zieh dein verdammtes Schwert! Ich kann nicht zurück zur Arbeit. Ja, komm. Lauf einfach vor. Ich meine, wieso läuft Rittersporn langsamer als wir? Aha, okay, gut, dankeschön. Hierher haben sie Alvin gebracht. Ach, jetzt weiß ich doch, wie er heißt. Wartet hier und kommt erst rein, wenn der Kampfeslärm verstummt ist. Immer heißt es, ich soll draußen warten.
Nein, diesmal gehe ich da rein. Ich werde ein neues Genre begründen, die proaktive Ballade. Ich will nicht, dass ihr in der Nähe seid, wenn ich mein Schwert schwinge. Na gut. Ich schätze, die Dichtkunst erfordert nun mal Opfer. Alles klar. Diese Tür. Versteckte Entführung, wahrscheinlich Salamandra. Nehmt das. Kommt her, meine Salamandra. Seid ihr auch alle da? So, und jetzt einen nach dem anderen. Schlitz. Schlitz. Und ein bisschen verbrennen. Und nochmal Schlitz. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Guck mal, ich mach einen Waage. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Hey, Alvin. Alles wird gut. Sind sie tot? Aber ja, Alvin. Sie ließen mir keine Wahl. Ich verstehe, Geralt. Bringt mich von hier weg. Jo, aber erstmal muss natürlich die Leichen gelootet werden und der Kleine muss natürlich zugucken, wie ich die... Oh Gott, der schon wieder. Mann, das ist eine Menge Blut, Geralt. Und da ist der Junge. Seht ihr, wo wäret ihr ohne mich? Psst. Sie kommen. Schnell, nehmt das Kind und geht hinten raus. Ihr konntet sie da draußen hören? Erstaunlich. Na gut, ich nehme ihn mit, aber wohin? Bringt ihn zu Shani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Triss wird zwar wütend sein, aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich tue, was ihr sagt, aber an eurer Stelle würde ich keine Zauberin erzürnen. Geht jetzt. In Ordnung, ich lasse den Jungen bei Shani. Ich meine, was will man großartig noch sagen? Also, oh, noch mehr. Hallo, meine Meuchlerinos. Wo kommt ihr denn alle her? Kommt her. Ich will natürlich erst alle einsammeln. Und dann brennt zusammen. Und nochmal brennt zusammen. Ach, Mann, ey. Ich habe so viel Spaß mit euch, Salamandras. Ihr sterbt einfach so schnell und überall verteilt ihr euer Blut und eure Köpfe und eure Arme. Und andere ersticken einfach im Hintergrund. Und jeder von euch bietet mir echt viel Essen und Getränke und andere Dinge, die ihr so bei euch tragt. Gold, Hähnchenschenkel. Vor allem in welchem, wirklich in welchem Universum gehe ich denn zu einer Leiche und finde bei dieser Leiche einen gebratenen Hähnchenschenkel und nehme ihn mit? Wer macht sowas? Also, ich weiß ja nicht so wirklich. Ich wäre da irgendwie nicht so dafür. Jetzt kommen wir raus und Triss zerrobt uns einfach mit so einem Feuerball. Pam, voll in die Fresse. Jo, jetzt haben wir das gemacht, ne? Was jetzt? Hurra! Ich würde sagen, wir gehen mal zum Kalkstein. Der hat ja unten im Keller. Im Keller musste der doch so einen Ort der Macht haben. Vielleicht kann ich damit, genau dies mit dem Portal, vielleicht kann ich damit, genau, zum Turm in Sumpf. Kann ich mich nämlich mal schnell hinporten, muss nicht zum doofen Pförtner. Pförtner. Ach Gott. Ich meinte natürlich zu dem seltsamen Menschen, der mit dem Boot rumfährt. Und so können wir jetzt mit Kalk schon reden und unser Zeug einfordern. Oh, 36. Oh. Das lassen wir weg. Und, Vivanei, kann man mal mitnehmen. Ein okkulter Foliant über schlafende Unterwassergötter. Ich sage, wenn der Schläfer erwacht, naht die Dämmerung für die Kinder der Tiefe. Ich sage, ich bin es. Ich bin das Verhängnis der Welt. Ich bin die Hoffnung der Welt. Die Ungerechten beschreiten einen geraden Weg. Meine Wege sind unbekannt. Die Lippen der Ungerechten sind verzogen mit Schmutz. Ich bin die Reinigung. Die Ungerechten verneigen sich vor falschen Göttern und werden zu Boden geschmettert werden. Denn wer stünde über den Göttern? Dieses Buch fügt den Abschnitt ein bisschen Nahrung und Zutaten ein Tagebuch hinzu. Was? Ungeheuer Dagon. Da was? I want to know something more about that people. Dagon. Oh, es ist ein Bossgegner. Vorkommen. Dagon ist eine mythische Kreatur, die, so will die Legenden, auf dem Grund des Sees beim Dorf Trübwasser haust. Dagon ist eine Gottheit und kann daher nicht getötet werden. Die Kreatur bezieht Energie aus dem Glauben ihrer Anhänger, was ihre einzigste Schwäche sein könnte.
Wenn Dagon an Land kommt, begleiten ihn Zerstörung und Vernichtung. Dagon-Sekrete uralten Legenden zufolge. Okay. Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis die Zeit selbst den Tod besiegt. Die Mächte älter als die Menschheit schlummern in den Tiefen, wo kein Sonnenstrahl sie erreicht. Götter und Dämonen erwarten schlafend in unterseeischen Städten ihre Zeit. Und das heißt, wenn ihre Stunde gekommen ist, erwachen sie und bringen Vernichtung über die Welt. Eine dieser Kreaturen wird Dagon genannt. Er ruht auf dem Grund des Sees und wird von den Vodyan neu und Wahnsinnigen verehrt. Dagon ist die Verkörperung von Stärke und Raserei. Wenn er an Land kommt, wird er zur Inkarnation der Zerstörung. Verbotene Bücher wie die Hymnen von Wahnsinn und Verzweiflung beschreiben Möglichkeiten, ihn zu rufen, denn er kann nur zu einem geweihten Ort gerufen werden. Interessant. Also da habe ich natürlich auch direktes Interesse dran, dieses Vieh zu rufen. Was ist denn hier los? Also erzähl doch mal, Kalki. Seid gegrüßt, Hexer. Oh, ich will gar nicht mit dem Was reden. Macht ihr denn in diesem Turm? Ja, was wohl? Endlich! Ich habe so lange gewartet. Kalkstein. Die größte Entdeckung meines Lebens. Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient. Was ist meine Belohnung? 1000 Wert?